Wer bin ich, wenn ich alles entferne? Eine Sache, die mir von Muji sehr, sehr gut gefällt, ist dieses Lass alles weg, lass alles raus oder lass, nimm nichts auf, sondern auch das, was hier gerade da ist, schmeiß alles raus, mach den Laden leer, sagt er immer. Ich schmeiß jetzt alles raus, ich bin nichts, ich, alles was da ist, alles raus. Und ohne was neu zu erfinden, ohne was neu dazu zu tun, was bleibt übrig? Ich muss meinen Selfie-Stick finden, weil ich muss es jetzt so mit der Hand halten. Ich schmeiß alles raus. Gar nichts Neues kommt dazu, alles Alte weg. Vor allem nichts Neues kommt dann dazu, sondern es ist wirklich nur dieses, alles wird weggelassen. Alles wird weggelassen. Man merkt auch sofort wirklich, dass alles entfällt, dass quasi nichts mehr bleibt. Sobald irgendwas vor der Tür klopft und wieder reinkommen will, ich mach die Tür nicht auf, ich schmeiß wieder alles raus. Ich muss nichts auf meinen Schultern tragen, ich schmeiß alles von meinen Schultern weg. Runter. Ich trage nichts. Ich übergebe alles dem Universum. Ohne dass dein Ich ist, was etwas macht, sondern alles wird abgegeben. Ich muss nichts mehr tragen. Ich muss mich nicht um nichts mehr kümmern. Ich muss nicht irgendwas. Ich brauche keine Strategie. Ich brauche keinen Plan. Ich muss nicht lösen. Ich brauche keine Zukunft und keine Vergangenheit. Alles wird über Bord geworfen. Ohne Rettungsboote. Gar nichts bleibt. Auch die Angst davor, wenn irgendjemand die erlebt, vor der Stille, vor dem Nichts, die wird auch über Bord geworfen. Die Person wird über Bord geworfen, auch der YouTuber wird über Bord geworfen. Alles, alles, alles wird abgegeben. Und dann bleibt nur noch das unbeschreibliche Nichts.